Ich bin tatsächlich die jüngste Blaudruckerin in Deutschland. Eigentlich bin ich gelernte Modedesignerin und Maßschneiderin und habe jetzt den Betrieb der Blaudruckerei in Jever hier übernommen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen durch Zufall gekommen. Aufgrund meines Studiums musste ich eine Abschlusskollektion entwickeln und habe da eben mit Blaudruckstoffen zusammengearbeitet, habe die hier machen lassen und bin dann so mit dem vorherigen Besitzer, Herr Stark, hier in Kontakt getreten. Er hat mir erzählt, dass er jemanden sucht, der den Betrieb hier übernehmen möchte. Und ja, ich war von Anfang an ganz fasziniert und habe mich dann dazu entschieden, dass ich das machen möchte. Der Blaudruck, der hat eine ganz lange Tradition. Der kam hier vor ca. 400 Jahren nach Europa und wurde dann hier bekannt. Und der funktioniert im Prinzip so, es ist ein Reservedruck. Wir fangen mit dem weißen Stoff an und dann haben wir eine Paste, die nennt sich Druckpapp. Die ist so ein bisschen wachsartig, ganz klebrig und dann haben wir verschiedene Druckstöcke, genannt Modeln. Die sind auch alles Originale, 400 Jahre alt. Wir haben 600 Stück hier. Und mit denen drucken wir diesen Druckpapp dann auf den weißen Stoff. Der muss dann einige Tage trocknen und dann können wir ihn auf einen Färbering spannen, den Stoff, und in ein Färbebad lassen. Das ist die Indigo-Küpe. Der Farbstoff ist auch Indigo, wie eben auch vor 400 Jahren. Und dann ja, wird der Stoff gefärbt und da, wo wir vorher drauf gedruckt haben, kann kein Farbstoff rankommen und das bleibt dann eben weiß. Und so entsteht dann später das weiße Muster auf dem blauen Grund. Das Spannende am Blaudruck ist, dass er nicht direkt nach dem Färben blau ist. Das heißt, wenn wir den Stoff aus der Färbeküpe ziehen, dann ist der tatsächlich erst gelb, wird dann grün und dann erst blau. Dann kann man sein blaues Wunder erleben, so wie wir hier sagen. Das ist, weil der Stoff erstmal oxidieren muss, also der Farbstoff muss mit der Luft reagieren, damit es dann eben dieses schöne, kräftige Blau wird. Seit 2016 ist der Blaudruck immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Da gibt es nur noch 8 Blaudruckereien in ganz Deutschland. Wir sind eine davon und ja, wollen das so ein bisschen am Leben erhalten. Und das ist auch eine der Sachen, die mich so am Blaudruck fasziniert, dass es eben noch was ganz Besonderes ist, reine Handarbeit. Und dass es gemacht wird wie ja, früher, das erlebt man ja auch nicht mehr so oft. Es ist ja auch eher ungewöhnlich, dass ja, so eine junge Frau direkt dann sich dazu entschließt, so ein altes Handwerk vorzuführen. Und ja, das war auch für Herrn Stark, dem Vorgänger, nicht ganz einfach, da jemanden zu finden, der sich so für den Blaudruck begeistert und der ihn ja auch weiter ausüben möchte. Und da war er wirklich heilfroh, dass er dann jemanden gefunden hat, der hier sein Lebenswerk praktisch rettet und den Blaudruck auch so ein bisschen vor dem Aussterben bewahrt. Ja, das spielt eigentlich ganz viel mit rein, was ich so toll am Blaudruck finde. Einmal ist es eben dieses Bewahren von so einer alten Handwerkskunst. Dann einmal, dass man hier alles noch selber machen kann. Also ich finde es einfach toll, dass ich wirklich von Anfang an sehe, was ich da mache. Ich bin beim Entstehungsprozess dabei und mache das alles selber. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber ich sehe auch die Möglichkeiten, die der Blaudruck mir gibt. Also ich glaube schon, dass man den auch wunderbar in die Moderne holen kann und mit dem aktuellen Zeitgeist kombinieren kann. Und ja, das ist so die Herausforderung für mich die nächsten Jahre, dass ich das eben so ein bisschen verbinde und den Menschen zeige, Blaudruck ist nicht gleich altmodisch oder altback. Das kann auch was Wunderschönes sein, was in die heutige Zeit gut passt. Musik